Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Pressegespräch vor unserem Auswärtsspiel bei 1860 München am kommenden Sonnabend. Von meiner Seite nur die obligatorische Ticketinfo. Wir haben knapp 2700 Karten verkauft. In München wird es noch Sitzplatzkarten geben an der Gästekasse. Also wer noch sich berufen fühlt, uns da zu unterstützen, ist ja gerne noch eingeladen hinzufahren. Also wir gehen davon aus, dass so rund 3000 St. Pauli-Fans mindestens unsere Mannschaft unterstützen werden, dort in der Allianz Arena, und dass das Ganze dann hoffentlich zu einem guten Ende führen wird. Dafür sind unsere Jungs aber gefragt. Deshalb die Frage an Ewald: Wie sieht es denn bei unserer Mannschaft aus? Ja, es ist ja eine sehr kurze Woche. Sehr kurz, also kürzer als sonst. Dienstag Regeneration. Spielersatztraining gemacht mit denjenigen, die nicht gespielt haben. Viele von den jungen Spielern waren auch bei der Amateurmannschaft, die ja gestern gespielt haben. Gestern haben wir durchtrainiert, aber halt sehr ruhig, einfach im regenerativen Bereich, weil diejenigen, die gespielt haben, die, für die war es der zweite Tag nach dem Spiel, was normalerweise frei ist, aber wir haben sie halt kommen lassen, sie durchbewegt, aber alles im ruhigen, regenerativen Bereich. Zumindest diejenigen, die gespielt haben, und anschließend Pflege nochmal. Und die anderen haben ein bisschen länger trainiert, ein bisschen nach dem regenerativen Teil noch ein bisschen 5 gegen 2 gespielt, und weil die auch am Vortag schon hochbelastet waren. So, und aus diesem Kreis wird sich auch der Kader bestimmen. Wir haben die jungen Spieler alle gestern bei der Amateurmannschaft gehabt, die gegen Hildesheim gespielt haben, und die regenerieren heute, bleiben auch dabei, weil die dann am Wochenende wieder weiter da spielen. Fliegen ja morgen schon weg. Also das war jetzt bewusst so gewählt, damit die Jungs Spielpraxis bekommen. Ja, eigentlich sieht es so aus, dass fast alle, müsste eigentlich so sein, heute Nachmittag zur Verfügung stehen. Auch Joel Keller steigt wieder ins Mannschaftstraining ein. Hat am Dienstag auch schon mitgemacht. Natürlich bleibt er noch auch im Reha-Bereich. Das heißt, er muss viel aufholen, hat ja fast die gesamte Vorbereitung verpasst. Aber er ist zumindest so wiederhergestellt, dass er mitmachen kann bei Mannschaftseinheiten. Aber es bleibt natürlich dabei, dass er weiterhin Trainingsbelastung zusätzlich bekommt, damit er das aufholt. Ja, und die leicht Angeschlagenen, die sind gestern alle schon wieder im Laufen gewesen. Der Mats Dali hatte einen Schlag in die Wade bekommen, deswegen musste er auch raus dann hinterher. Der ist gestern gelaufen, gejoggt, hat jetzt 2 Tage Pflege gehabt und soll gleich auch wieder normal im Mannschaftstraining sein. Lasse Sobich genauso. Den haben wir am Dienstag auch nochmal rausgelassen, weil er das harte Training, was wir da gemacht haben, das war jetzt nicht unbedingt angesagt, sondern haben ihm noch einen Tag mehr gegeben, und gestern halt auch regenerativ. War er bei der Gruppe dabei, aber hat auch 5 gegen 2 mitgespielt. Also der steigt heute auch wieder voll ein in das Mannschaftstraining. So müssen uns eigentlich alle Leute zur Verfügung stehen. Gut, vielen Dank. Jetzt gerne eure Frage. Habt ihr sehr richtig interpretiert, dass Lasse Sobich und Müller-Deli fraglich sind, deren Einsatz in München? Ja, das ist jetzt Ihr Problem. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, das so darzustellen, dass es genau andersrum ist. Aber ich kann Ihnen Ihre Wahrnehmung natürlich nicht nehmen. Problem. Das ist das Problem. Aber ob wir die Leute dann einsetzen, das ist ein anderes Thema. Aber zur Verfügung steht sie schon. Das gilt auch für den Sportkameraden Flum. Was soll mit dem sein? Weil der ja auch so ein bisschen Ruhe bekommen hat, beziehungsweise nur, ich weiß nicht, wie viel hat er gespielt, halbe Stunde oder so, ne? Ja, gut, auch aber wieder voll dabei. Ja gut, voll dabei sind sie alle. Ja. Das ist ja immer eine Frage, das habe ich ja gesagt, dass der Flummi, das sind alles Spieler, der Flummi hat ewig nicht gespielt und spielt quasi seit der Vorbereitungszeit jedes Spiel bei uns, jedes Vorbereitungsspiel, jedes Pflichtspiel. Und das merkt man dann schon mal, dass er dann gegen Ende eines Spieles
noch nicht in der Verfassung ist, dass er mit voller Kraft durchmarschieren kann. Aber das heißt ja nicht, dass er jetzt nicht wieder spielen könnte. Das ist eine Sache, das beobachtet man von Spiel zu Spiel, aber das ist auch normal. Mein Flummi ist da und bei Mats ist er rausgekommen aus der Mannschaft, weil er halt einen Schlag in die Wade bekommen hat und das dann von auf Schiemann so die Wade zugemacht hat. Und damit darf man ja nichts riskieren. So und aber am langen Ende werden wir es erst heute nach dem Training wissen, letztlich. Weil das Training heute ist, dann werden wir schon ein bisschen intensiver arbeiten. Das heißt so intensiv auch wieder nicht. Wir spielen ja Samstag schon, heute ist Donnerstag. Morgen ist der letzte Tag, aber zumindest mannschaftstaktisch arbeiten und dann werden wir sehen, ob alle mitmachen können. Aber in diesem Moment gehe ich davon aus, dass es der Fall ist. Nach zweimal direkten Konkurrenten aus dem Keller, Bielefeld und Karlsruhe, kommt jetzt einer, die sind so gerade an der Oberfläche. Was kann man da erwarten? Kann man die mit runterziehen? Kann man die, wenn die ähnlich spielen wie Bielefeld und Karlsruhe, für die geht es wahrscheinlich, ist die Situation ja ähnlich, auch wenn sie zwei, drei Punkte mehr haben. Ja, das steht auch neben uns eigentlich. Ja. Aber mit ein paar Punkten mehr, ist klar. Ich glaube, 4 Punkte mehr haben sie, ne? Ja, das ist eine Mannschaft, die stark verändert wurde. Im Sommer schon. Mit einer ganzen Reihe von hochkarätigen, erfahrenen Neuzugängen. Wo jetzt nicht mehr alle auf dem Platz stehen. Mölders verletzt, Matt Moore offensichtlich zur zweiten Mannschaft geschickt. Olic weiter dabei, Aigner weiter dabei. Zuletzt zwar nicht als Stammspieler, aber das kann sich am Wochenende auch ändern. Jetzt haben sie im Winter nochmal richtig nachgelegt und die Mannschaft erheblich verstärkt und verändert. Mit dem Bar, den sie dazu geholt haben. Ein ganz erfahrener, gestandener Mann, der auch Abwehrchef ist, torgefährlich. Gegen Nürnberg einen super Kopfballtor erzielt hat, riesengroß. Gute Technik, gute Spielverlagerungen und Spielaufbau. Bönisch, den sie dazu geholt haben. Glaube ich auch im Winter, ne? Oder war der schon da? Vorher? Ich glaube schon vorher, eigentlich habe ich ihn nicht gesehen. Im Winter haben sie 5 geholt. Ja, Lumor, den linken Verteidiger, haben sie dazu geholt. Gütkehr, was? Den Dänen vorne. Gütkehr, der von Rosenborg Trondheim gekommen ist. Amilton, den schnellen Außenstürmer, das ist ein richtig guter Spieler, der über Schnelligkeit, Dribbelstärke, Konterstärke kommt. Da haben sie also wirklich richtig gute Leute dazu geholt. Wie gesagt, mit die drei, Gütkehr, Lumor, linker Verteidiger im 3-4-3 und Hamilton dazu, der Bar ist der vierte. Und dann kann es sein, dass der Bönisch der fünfte ist. Muss ich jetzt schon stark überlegen, wer es noch ist. So, und dazu halt Leute, die vorher schon da waren, wie Ortega, sehr guter Fußballspieler hinten als Torwart, der auch beim Spielaufbau hilft. Duo Kai, ein ganz junger Innenverteidiger, aber auch gute Schnelligkeit, Torgefahr vorne. Wittek, der im Moment rechter Verteidiger sogar spielt, als Linksfuß. Natürlich vor der Abwehr Lacazette, Bülow, zwei defensive, richtig gute Leute. Lacazette war schon da, ist ein kleiner, schneller Spieler, der sehr gute Balleroberung hat. Bülow, immer torgefährlich, ganz erfahrener Charakterspieler, immer in entscheidenden Situationen da und erzielt Tore, so wie zum Beispiel gegen Karlsruhe. Das Siegtreffer, den Siegtreffer in der 94. Minute. So, und vorne Aicicek, der auch schon 4 Tore erzielt hat, für den auch oft Stefan Aigner reinkommt. Aigner könnte sein, dass er gegen uns spielt. Also das ist schon eine richtig gute Mannschaft, die ganz andere Ambitionen hat, was sie auch selber sagen. Auch jetzt noch.
dass sie die Tendenz nach oben haben wollen, was natürlich bei dem Etat und bei dem Aufwand, den sie offensichtlich betreiben, natürlich auch folgerichtig ist. Wenn ich solche Leute dazu hole, von guten Mannschaften und so intensiv investiere, auch in einen sehr erfahrenen Trainer, der auch schon Spitzenteams trainiert hat, dann ist es klar, dass sie ganz andere Ambitionen haben. Wie gut kennen Sie den Trainer eigentlich? Also kennen Sie dessen Spielphilosophie oder so? Ich habe ihn vorher nicht beobachtet, nein. Er war bei Olympiakos mal ein Jahr, er war zwei Jahre bei Fenerbahce. Und er spielt jetzt in einer ganz klaren Ordnung, die diese sechs Spiele, die sie jetzt gemacht haben nach der Winterpause, fünf in der Liga und einen im Pokal, haben sie ausnahmslos im 3-4-3 gespielt. Das heißt, sie haben eine Dreierkette hinten aufgebaut und fast auch immer mit der gleichen personellen Besetzung. Das heißt, es scheint ein Trainer zu sein, der sehr auf Kontinuität setzt, wenn es ihm möglich ist, der fast immer die gleichen Leute spielen lässt, fast immer die gleichen ähnliche Wechsel gemacht hat und darauf setzt, dass, was auch folgerichtig ist, das zeigt seine Erfahrung, wenn man eine Mannschaft auf mehreren Positionen verändert, dass man ihnen dann eben auch die Zeit geben muss, sich einzuspielen. Und nicht, wenn dann mal ein Ergebnis in die Hose geht. Am Anfang gewinnen sie 2-1 gegen Greuther Fürth, dann verlieren sie in Bielefeld und den Lotte im Pokal. Aber er hat die Mannschaft fast so stehen lassen. In Lotte haben sie aber ein bisschen was verändert, weil das ein Wochenspiel war. Klar, waren mal zwei, drei andere Leute auf dem Platz. Aber in der Regel ist das immer das Gleiche. Lumor links, also drei Dreierkette hinten und dann vier im Mittelfeld mit Lumor links, Wittek rechts, Bülow, Lacazette. Da war schon mal Adlung ein, zwei Mal dabei. Und vorne die drei Leute haben im Grunde genommen fast immer gespielt, bis auf Lotte, mit Aicicek, Gütkehr und Hamilton, mal Olic, mal Aigner, die da reinkommen. Das könnte jetzt auch ein Wechsel sein, wenn er etwas wechseln will nach dem Spiel in Union, was offensichtlich nicht ganz so nach seinem Gusto war. Kann es sein, dass er vielleicht die eine oder andere Änderung vornimmt, aber sicherlich nicht im System. Also sie haben eine ganz klare Ausrichtung, was sie machen wollen, schieben ihre Außenverteidiger extrem hoch, haben mit Bönisch, Bar und Udurkay drei Leute hinten im Spielaufbau, die einen sehr, sehr breiten Spielaufbau machen, sich fast bis an die Außenlinie stellen und so die gegnerischen, die erste Pressingwelle weit auseinanderziehen wollen und dann relativ gut im Spielaufbau sind, auch mit diagonalen Bällen. Ob das Bar ist, ob das Udurkay ist oder Bönisch vor allen Dingen, sind immer in der Lage, richtig gute Diagonalbälle zu schlagen auf die hochstehenden Außenverteidiger, wo dann auch die Leute auf der Seite wie Aicicek oder Hamilton in der Nähe sind. Also es ist nicht unbedingt ein Spielaufbau, wo sie ihre defensiven zentralen Mittelfeldspieler mitnehmen, sondern wo sie relativ schnell nach außen spielen und dann versuchen, in die Spitze oder in die Halbposition zu spielen und da technisch sehr gut sind. Und wenn sie den Ball da haben, haben sie natürlich sehr, sehr schnelle, dribbelstarke, technisch gute Leute, vor allem Hamilton, Aicicek, auch Aigner, wenn er spielt, das sind alles Top-Leute. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man das gut unter Kontrolle kriegt. Wissen Sie denn auch, der wievielte Trainer Pereira, das ist, seitdem Sie bei St. Pauli sind, also seit Ende 2014? Das weiß ich nicht, aber das spielt jetzt auch keine Rolle, weil die Spieler, die jetzt da sind, haben nicht so viele Trainer erlebt. Es ist der fünfte. Und dann kamen noch vier Interimstrainer dazwischen. Also, okay. Aber die Erlebniswelt von Herrn Lumor, Herrn Bar, Herrn Hamilton, Herrn Gütkehr, Herrn Bönisch und was weiß ich, wer alles noch, gar nicht dabei war vorher. Udurkay war oft nicht dabei. Bezieht sich nur auf Herrn Pereira. Die sind jetzt mit denen da und das ist die Hälfte der Mannschaft. Auch Ortega ist neu in die Mannschaft gekommen. Das ist ja auch dann oft der Effekt eines Trainerwechsels, dass man auch andere Spieler noch nimmt. Also sagen wir mal zu 60-70% ist das die Mannschaft von dem jetzigen Trainer, die auch die ganze Zeit so jetzt gespielt haben. Und insofern spielt das keine Rolle. Wie oft werden Sie denn schon ausgewählt bei 60 in dieser Zeit? Eins, zwei, drei, viermal?
Ich glaube, ich wäre jetzt noch da. Das bringt alles nichts, über sowas zu spekulieren. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die haben große Ambitionen und haben auch eine hohe individuelle Qualität dazu geholt. Und der Trainer hat es ja selbst gesagt, wir werden von Woche zu Woche besser, weil sie wahrscheinlich auch sehr gut arbeiten. Aber weil eben auch jede Woche, wo man mit neuen Spielern arbeitet, dazu führt, dass man sich mehr einspielt und dass mehr passiert. Und das ist ja jetzt im Moment der Fall. Und diese hohen Ambitionen, die wollen sie natürlich untermauern. Das heißt, das wird für uns genauso ein Überlebensspiel wie jedes andere auch, auf eine etwas andere Weise vielleicht. Aber die Qualität, die sie uns entgegenstellen, die ist schon sehr hoch und da müssen wir wirklich an unsere Grenze gehen. Wir haben am Dienstag hier gesessen mit Christopher Buchmann und beseelt von dem Sieg und er hat aber sofort auf die Bremse getreten und hat gesagt, letzte Saison, auch Montagabend 4:0 gegen Düsseldorf, alles super, alle begeistert, nächstes Spiel in München 2:0 verloren. Erste Frage, hätten Sie das so auf dem Schirm gehabt, diese Reihenfolge? Und zweitens, was sagt das über ihn bzw. über die Mannschaft aus und über den Umgang mit der Erfolgswelle in Anführungsstrichen? Ja, ich sehe das sehr. Sehr positiv, dass unsere Spieler auch nach dem Spiel, nach diesem Sieg gegen Karlsruhe nicht abgehoben haben in ihren Kommentaren, in ihrer Darstellung. Und das auch offensichtlich auch in der Lage sind, vernünftig einzuordnen. Wir können heilfroh sein, dass wir uns diese Situation jetzt erarbeitet haben. Aber ich glaube, dass jeder weiß, wie das dazu gekommen ist. Nicht indem wir mal einmal oder zweimal ein ordentliches Spiel gemacht hätten, sondern nur dadurch, dass man sich wirklich komplett hinterfragt hat, komplett neu aufgestellt hat, intensiv gearbeitet hat, bis zum Gehtnichtmehr jeden Stein umgedreht hat. Und das ist das Ergebnis von monatelanger Arbeit, dass die Waage so ein bisschen in unsere Richtung sich jetzt geneigt hat in den letzten Wochen. Das ist hart erarbeitet. Und dazu gehört jede Woche, jeder Tag, jeder Trainingstag, wo es wirklich drauf ankommt. Gestern ging es nicht darum, da ging es nur darum zu regenerieren. Aber wenn wir taktisch arbeiten, wenn wir richtig trainieren, dann geht jeder an seine Grenze. Das erwarten wir und das machen die Jungs aber auch. Und wenn sie es nicht machen, dann helfen wir ihnen dabei, das zu machen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man dann an den Wochenenden auch vernünftig spielen kann. Und es ist jetzt eine kürzere Woche, das ist nicht ganz so schön. Ich hätte lieber ein paar Tage mehr gehabt, wo man dann auch mal sieht, wie reagiert die Mannschaft, wie sind sie drauf, wie spielen sie. Aber jetzt ist halt so, ist halt kürzer. Und ich glaube, dass jeder weiß, dass Montagabend schon wusste, dass das Spiel vorbei ist. Das war ein schöner Moment, eine tolle Momentaufnahme. Aber das war es dann auch. 3 Punkte, gut fürs Torverhältnis. Alles wunderbar, aber das ist ein ganz anderer Gegner, eine super Qualität und mit den Erfahrungen gegen 60 München, das haben wir schon öfters gehabt, dass wir auch in München haben wir Spiele abgeliefert, wo die ganz anders hätten ausgehen müssen, aber nicht ausgegangen sind. Das heißt, das wissen die Jungs, zumindest diejenigen, die hier schon länger dabei waren und gerade nach einem Erfolgserlebnis, glaube ich, ist es umso wichtiger. Die Sinne zu schärfen und genau zu wissen, wie ist es eigentlich dazu gekommen und was hat uns eigentlich dazu befähigt, das Spiel so zu spielen. Und das müssen wir, auch wenn es nur heute das Training ist, abrufen. Morgen können wir ja nicht mehr den Rasen umflügen, einen Tag vorm Spiel. Aber heute müssen wir schon wissen, was wir tun wollen. Und wir müssen vor allen Dingen mental darauf eingestellt sein, absolut mit der gleichen Mentalität in das Spiel hineinzugehen, wie wir es vor dem letzten Spiel gemacht haben. Weisen Sie denn die Mannschaft auf solche Duplizitäten in Anführungsstrichen hin, wie in der Vorsaison, oder muss man das gar nicht aus den besagten Gründen, oder sagen Sie, das war letztes Jahr ganz andere Mannschaft da, ganz andere Mannschaft hier, sodass Sie sowas gar nicht irgendwie mit einbauen? Es geht nicht um die Mannschaft, sondern es geht um die Situation. Solche Situationen gibt es immer wieder. Haben wir auch schon öfters erlebt, dass wir nach hohen Siegen
wo alle in Jubelstürme ausgebrochen sind, dann am nächsten Wochenende nicht unbedingt die gleiche Leistung abgerufen haben. Das ist etwas, was vielen Mannschaften schon passiert ist, aber das können wir uns in unserer momentanen Situation nicht erlauben. Das will man nie, aber wie gesagt, sowas ist, das ist oftmals so. Dass irgendetwas, die absoluten Spitzenteams, die wissen das. Die kennen das, die spielen ein Top-Spiel, weil sie halt auch die Qualität haben und weil sie jedes Wochenende unter diesem Druck stehen, eine Position behaupten zu müssen. Aber den gleichen Druck machen wir uns auch. Wir haben uns eine Position erarbeitet und das wäre mehr als fahrlässig zu denken, dass das mit ein bisschen weniger auch weitergehen könnte. Mit ein bisschen weniger, auch nur 5%, spielst du nur unentschieden wie in Bielefeld. Da müssen wir auch mit 3-4 Toren gewinnen, haben wir aber nicht. So, das sind 2 Punkte, die wir liegen gelassen haben. Völlig unnötigerweise. So, und wir brauchen diese Mentalität und wir brauchen die Bereitschaft jedes Spielers im Kader, im Training und in den Spielen an die Schmerzgrenze zu gehen. Dann haben wir eine Chance. Kann man Philipp Herwagen mittlerweile mehr oder weniger als Nummer 1 bezeichnen oder ist man dann auch eher noch die Nummer 1b? Also erstmal wäre die Nummer 1 ja am Rücken, das wird so bleiben. Das haben wir ja gesehen. Aber ich wehre mich dagegen, und der Philipp würde das sicherlich auch tun, nach Spielen jetzt wieder auf einzelne Spieler zu gehen und sie in den Himmel zu heben und der ist klasse und der ist klasse, der ist klasse. Wenn andere gespielt hätten, würden die auch gut spielen. Aber wir als Trainerteam und ich als Trainer, wir müssen Entscheidungen treffen für das jeweilige Spiel aufgrund der aktuellen Situation. Und ich sehe, dass der Robin in der Top-Verfassung ist. Der Robin könnte genauso gut spielen und den Gegenbeweis kann niemand antreten, dass der Robin nicht genauso eine Top-Leistung gebracht hätte, jetzt schon. Wieder, wie das der Philipp macht. Der Philipp macht es super. Geht gar kein Weg dran vorbei. Aber wir sind eine Mannschaft, das ist eine Mannschaftsleistung. Genauso wenig, wie das irgendeinen Sinn macht, jetzt Hurra zu schreien, dass der Assist 3 Tore gemacht hat. Oder der Cenk einige vorbereitet hat. Wir können die Tore nur schießen und Tore auch nur vorbereiten, wenn wir hinten keine reinkriegen. Wenn wir hinten die Bälle gewinnen. Wenn die Mannschaft als Kollektiv arbeitet und funktioniert und wenn ich mich recht entsinne, haben andere Leute dafür gesorgt, dass der Ball gewonnen wurde. Zum Beispiel vor dem zweiten Tor gewinnt der Bernd Nerich den Ball im Mittelfeld, dadurch geht der Konter los, dann macht der Cenk das klasse. Aber das ist die Basis. Wenn wir als Mannschaft nicht funktionieren, wenn wir als Mannschaft funktionieren, wenn wir wenig Chancen zulassen, wenn wir die Bälle gewinnen, wenn wir kompakt sind, aggressiv und kollektiv gut gegen den Ball arbeiten, dann ergeben sich diese Kontersituationen. Auch mit Hilfe der Stürmer, sicherlich. Auch der Assist war mit daran beteiligt, Bälle zu gewinnen. Zum Beispiel bei seinem Tor zum 3:0. Da gewinnt er den Ball im Mittelfeld, legt ihn ab. Der Angriff läuft über links mit Daly und Sobotta und in der Zwischenzeit ist ja schon wieder zum zweiten Pfosten gelaufen. Also das gehört alles mit dazu, aber es ist eine Mannschaftsleistung. Und deswegen ist das für mich. Möchte ich mich überhaupt nicht über einzelne Spieler äußern. Wir sind eine Mannschaft. Darum geht es. Und nicht darum, in unserer momentanen Situation, wo wir nach wie vor mit dem Roten zur Wand stehen, jetzt uns darüber Gedanken zu machen, wie gut hat der oder jener denn gespielt. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Mich interessiert das Ergebnis, was unsere Mannschaft am Ende einfährt. Inwiefern hat das die Konkurrenzsituation, die jetzt ja in den letzten Wochen eine ganz andere war als die weite Strecke der Hinrunde, dann die Spielqualität auch erhöht? Also man hat das Gefühl, dass im Moment viele Spieler, die in der Hinrunde gespielt haben, mit der Leistung im Moment gar nicht in die Mannschaft reinkommen würden, auch wenn das natürlich theoretisch ist und so bildlich besprochen ist. Aber ja, das habe ich auch schon gesagt. Die Konkurrenzsituation ist überragend. Damit will ich niemandem zu nahe treten, aber wir haben natürlich, das war eines unserer Ziele, durch unsere Transferpolitik im Winter eben auch dafür zu sorgen, dass wir eine gute Konkurrenzsituation haben und eine hohe Trainingsqualität. Und es ist natürlich dazu gekommen, dass eine ganze Reihe von Spielern zurückgekehrt sind. Also vor Weihnachten haben wir ja nun auch Leute wie
Zierreis wie Schnecke Kalla, lange Wochen Assis Bourdous und so weiter. Buchtmann überhaupt gar nicht dabei gehabt. Ich war ja nicht dabei, weil ich sind jüngere Spieler in den Fokus gerückt. Diese Spieler sind alle zurückgekehrt, plus Leute wie Flum, wie Daly, wie Lennart T. Andere haben uns verlassen. Das heißt, es hat schon eine merkliche Umstrukturierung gegeben. Und natürlich haben wir auch weiter intensiv mit all diesen Leuten gearbeitet. Aber das ist natürlich eine tolle Situation, dass wir dann alle Leute plötzlich wieder zur Verfügung haben, mehr oder weniger. Und dadurch eben auch die Anforderung oder sagen wir mal die Herausforderung oder das, was nötig ist, um in die Mannschaft zu kommen, natürlich erheblich gestiegen ist. Ja, dazu sind noch Leute dazugekommen, die vorher noch gar nicht, auch ein Jerry Duziak war vor Weihnachten gar nicht im Programm, weil er eben immer angeschlagen, verletzt war und nicht trainieren konnte. Dann haben wir so einen jemanden wie Park mit dazugenommen, der sich in der Vorbereitung gespielt hat. Also haben sich schon sehr viele Umstrukturierungen ergeben, die dazu geführt haben, dass wir eine richtig gute Trainingssituation haben und auch jetzt auf Personalausfälle, toi toi toi, noch ganz anders reagieren können, ohne dass die Qualität jetzt sich groß verändert. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie in der vorigen Saison in München ziemlich das schlechteste Spiel gemacht in der ganzen Saison. Da war München 60, glaube ich, letzter und hat dann 2-0 gewonnen. Das war eine sehr deprimierende Vorstellung, wenn ich mich recht entsinne. Und sowas ist ja immer ganz besonders bitter für die Fans, die haben aber die ganze Republik reisen, um die Sache anzugucken. Es gibt so ein Gedanke, also ein Appell an die Spieler, dass man das denen eigentlich nicht normal zumuten sollte. Eigentlich auch eine Rolle in der Kabinenansprache oder auch vorher? Ich möchte mich da wirklich nicht auf Ihr Erinnerungsvermögen verlassen, ob das wirklich so war. 2-0 stimmt. 2-0 stimmt, das weiß ich. Kann ich mich auch daran erinnern. Und Tabellenletzte waren wir auch. Okay, aber das ist unser schlechtestes Spiel der ganzen Saison gewesen. Das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht. Also, wahrscheinlich haben wir nur schlechte gemacht, ne? in der Phase. Also ich hatte eigentlich gedacht, der Tiefpunkt wäre in Sandhausen gewesen, aber wie gesagt. Das war diese Saison, glaube ich. Ach, wir reden von der letzten Saison. Ja. Von der letzten Saison, okay. Ja, das kann man eh nicht miteinander vergleichen. Also das war letzte Saison, das war eine andere Situation, eine ganz andere Mannschaft. Und da können immer andere Dinge eine Rolle spielen. Ne, dass du denkst, du bist Vierter, keine Ahnung, wo wir dann standen in dem Moment. Ob wir dann da hingefahren sind. Und da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern und vielleicht gesagt haben, naja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich glaube, dass wir jetzt in einer völlig anderen Situation sind. Das habe ich ja eben schon erklärt. Das ist eigentlich völlig nebensächlich in diesem Moment, gegen wen wir spielen, wo wir spielen, auswärts, zu Hause. In diesem Moment ist jedes Spiel für uns ein Überlebenskampf, Kampf um den Klassenerhalt. Und wie gesagt, ich glaube, dass unsere Spieler wissen, wo wir herkommen, was nötig war, um überhaupt wieder im Rennen zu sein, so wie wir es jetzt sind, um überhaupt auf Schlagdistanz mit den unmittelbaren Konkurrenten zu sein, dass sie wissen, was sie dafür leisten mussten und dass sie auch wissen, was sie dafür leisten müssen, wenn das Spiel angepfiffen wird. Und darauf setze ich und darauf achten wir natürlich auch im Training, weil das Training ist immer auch ein Spiegelbild von dem, wie wir am Wochenende spielen. Und deswegen versuchen wir das nüchtern zu analysieren, genau zu sehen und auch entsprechend zu reagieren, falls im Training es nicht ganz so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Also das Einzige ist, was Sie eben sagten, wo erhöhte Aufmerksamkeit sicherlich angebracht ist, ist aufgrund dieses überzeugenden Sieges am Montag gegen Karlsruhe, dass das völlig aus den Köpfen raus muss, verschwinden muss und
es von null losgeht. Das ist das Entscheidende. Meine Frage ruht aber eigentlich mehr so auf die Fans-App. Ja, ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, dass unsere Fans, das habe ich schon oft genug thematisiert, dass die Leute, die auswärts mitfahren, es verdient haben, dass wir an unsere Grenze gehen. Und das haben wir bei einer Reihe von Auswärtsspielen in dieser Saison nicht gemacht. Ich erinnere an Sandhausen, wo ich dann anschließend hier einen mittleren Tobsuchtsanfall gekriegt habe. Das genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, weil das ist einer unserer Pluspunkte im Kampf um den Klassenerhalt, unsere Anhängerschaft, auch die Leute, die uns vor allen Dingen auswärts begleiten und in fast jedem Stadion uns ein kleines Zuhause verschaffen. Und diese Leute, denn gerade jetzt wieder München, das habe ich schon oft genug gesagt, auch in Besprechungen, das Spiel wird, glaube ich, um 13 Uhr angepfiffen. Dann kann man sich ungefähr zurückrechnen, was der normale Fan machen muss, um rechtzeitig zum Anstoß da im Stadion zu sitzen. Da rede ich jetzt nicht von den gut betuchten Leuten, die sich am Freitagabend um 6 Uhr in die Maschine setzen, nach München fahren, in Schwabing essen gehen, nochmal einen kleinen Stadtbummel machen und dann entspannt im Taxi zur Arena fahren, sondern ich rede von denjenigen, die uns 90 Minuten lang leidenschaftlich unterstützen, die dann wahrscheinlich seit 3-4 Uhr morgens unterwegs sind, alles Mögliche mitschleppen, durch die Welt fahren und dann da sind, um uns zu unterstützen. Das ist auch der Grund, warum ich da vorher hingehe und am liebsten jedem Einzelnen die Hand drücken möchte. Nicht um mich feiern zu lassen, sondern um mich dafür zu bedanken, dass sie sich überhaupt auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, darüber muss sich jeder einzelne Spieler klar sein und bewusst sein, dass das eine unglaubliche Investition ist, die diese Fans machen. Und ich weiß auch, dass viele dabei sind, die dabei vielleicht auch ihr Privatleben vernachlässigen. Wo sie dann vielleicht auch mal Probleme bekommen. Wenn jemand sich so derartig auf einen Club einlässt, dann kann er auch schon mal Probleme in seiner Beziehung bekommen. Das heißt, es macht schon Sinn, mit jemandem zusammen zu sein, der dann auch mitfährt. Sonst sehen die sich hier gar nicht mehr. Das sind auch noch zusätzliche Opfer, die diese Leute bringen. Und darüber sollte sich jeder einzelne unserer Spieler im Klaren sein, was wir für eine Verantwortung diesen Leuten gegenüber haben. Und zwar bis zum Abwinken. Bis zum Abwinken. Gerade und insbesondere in solchen Spielen. Und das sagen Sie dann auch noch? Also sagen Sie es nicht nur hier, sondern auch in der Kabine oder wann immer Sie die Mannschaft dann verbal auf das Spiel einstellen? Das sind natürlich Dinge, die ich schon so häufig gesagt habe. Ich glaube, im Moment muss ich die Jungs nicht daran erinnern. Aber wenn sie es möchten, werde ich es. Werde ich es nochmal auf besonderen Wunsch von Ihnen nochmal einfließen lassen. Wie schwierig oder unangenehm ist es dann im Moment, Spielern mitzuteilen, dass sie nicht in der Mannschaft stehen, gerade nach so einem Spiel wie am Montag vielleicht, wenn man doch Veränderungen vornehmen würde. In der Hinrunde hatte man vielleicht bessere Argumente oder ging das auch wunderbar oder hat sich manchmal vielleicht auch mit dem Videostudio schon ein Stück weit erledigt. Das ist ja im Moment in den letzten Wochen eher nicht so der Fall. Machen Sie das noch in 1:1 Gesprächen oder gibt es jetzt halt Sonderfälle, weil es eigentlich objektiv vielleicht gar nicht so viele Gründe gibt, warum jemand außen ist? Das ist das Schwerste am Trainerberuf, mit einer der schwersten Teile oder Bereiche. So empfinde ich das zumindest, aber das weiß ich auch von Kollegen. Man hat eine Gruppe da, die leidenschaftlich arbeitet, wo jeder trainiert, jeder an seine Grenze geht. Und du brauchst halt auch diese Anzahl von Spielern, das haben wir ja gesehen. Das sind immer die schwersten Entscheidungen für mich als Trainer, einen Kader zu bestücken, bestimmten Spielern sagen zu müssen, du bist gar nicht dabei, obwohl er ganz, ganz nah dran ist. Und das ist ja gerade eine Luxussituation, die wir im Moment haben, zum Glück, und ich hoffe, dass sie auch so bleibt, dass der Kader, dass das so eng ist, so enge Personalentscheidungen, dass genauso gut 3-4 andere dabei sein könnten. Wenn wir im Moment A gegen B spielen, da gibt es auch Spiele, wo man kurz mal ins Nachdenken kommt.
oder soll ich die B-Mannschaft hinstellen am Wochenende? Das ist natürlich eine Luxussituation, die, aber wie gesagt, wir wollen jetzt nur die letzte Woche sehen, wo der Lasser nicht da war. Dann hatten wir eine B-Mannschaft mit Park, mit Zierreis, mit Lasse Sobich, mit Kalla, mit Flum, mit Abelbohr, mit Miyaichi, mit Thi, mit Kyong, Choi und vielleicht noch Litka außen, ohne noch von zwei der anderen Leuten zu sprechen. So. Und das ist eine tolle Situation, aber gleichzeitig erschwert das natürlich meinen Job. Vom Emotionalen her dann eben auch diese Entscheidung zu treffen. Aber das behalten wir uns und behalte ich mir hundertprozentig vor, auch nach einem erfolgreichen Spiel die Mannschaft zu ändern. Das ist ja keine, wir haben ja hier keine Erbplätze zu vergeben, sondern und der einzelne Spieler spielt überhaupt keine Rolle. Der einzelne Spieler spielt eine riesengroße Rolle im Gesamtzusammenhang, aber nicht ein Einzelschicksal. Sondern es geht nicht darum, hat der es jetzt verdient, in der Mannschaft zu bleiben. Sondern es geht darum, für mich als Trainer, für uns als Trainerteam, es geht darum, die richtige Entscheidung für das nächste Spiel zu treffen. Ob die immer richtig ist, dann müssen Sie den Herrn Langmark fragen. Das kann ich. Das ist, und das lacht dann auch oft an mir, bestimmt. Das ist völlig normal, aber wir müssen die Entscheidung treffen, nicht danach. Haben wir das letzte Spiel gewonnen? Okay, wunderbar, dann stellen wir die gleiche Mannschaft wieder hin und dann gucken wir mal. Und laufen vielleicht im Zweifelsfall ins Verderben. Nur auf dem Altar der Erkenntnis, never change a winning team oder sowas. Ne? Haben wir ja eben schon das Thema. Also das macht keinen Sinn. Und das ist ja auch nicht so gewesen, dass wir in Bielefeld jetzt total versagt hätten. Sondern da hätten wir auch mit 4 Toren Unterschied gewinnen müssen. Trotzdem haben wir die Mannschaft auf 1, 2, 3 Positionen verändert. Also das ist einfach so, weil das Entscheidende ist, die Gedanken, die wir uns machen, wie wollen wir das nächste Spiel angehen und weil eben so viele Spieler zur Verfügung stehen und eben auch in einer guten Verfassung sind, glaube ich auch, dass das möglich ist, so etwas zu tun. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wir sehr, sehr viele Spieler dabei haben, wenn nicht sogar alle, die das wissen und die das auch akzeptieren. So wie in Joachim Flummer am letzten Wochen, das war überragend, wie er sich verhalten hat, wie er reagiert hat und dann eben auch spielt, weil die Spieler begreifen und wissen, es geht nicht um mich persönlich, sondern es geht um uns als Gemeinschaft. Wir repräsentieren den Verein und jeder muss seine persönlichen Interessen dem Gemeinschaftsinteresse unterordnen. Die Entscheidung treffen wir, das ist unser Job. Und dabei gibt es eben auch Härtefälle. Sowohl was die ersten Elf anbetrifft, als auch was die Bestückung des Kaders angeht. Da könnte es auch ganz anders sein, aber es gibt dann auch immer bestimmte Gründe. Wir losen ja nicht und würfeln nicht, sondern wir sagen dann, wenn wir so spielen, dann brauchen wir auf der Bank vielleicht den oder den. Das erklären wir dann aber auch den Leuten im Einzelnen. Dann kann ich, das haben wir schon auf dem Platz, wenn etwas nicht so läuft, dann wollen wir es vielleicht so ändern und umgekehrt. Und das sind die Kriterien, nach denen wir dann die Mannschaft aufstellen und auch den Kader bestücken. Und dabei sind dann halt einige auch schon mal nicht dabei. Aber das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das offen kommunizieren, dass wir da auch Einzelgespräche führen und die Spieler mit ins Boot holen und nicht einfach nur sagen, du bist jetzt mal nicht dabei, ohne irgendetwas zu erklären. Mangelnde Kommunikation führt in solchen Fällen dann sehr gerne auch zu Missverständnissen. Aber wir brauchen jeden einzelnen Spieler und respektieren auch jeden einzelnen Spieler. Aber der Spieler muss auch respektieren, dass es nicht um ihn persönlich geht. Ich wollte mal ganz kurz auf die Löwen zurückkommen, 1860. Mannschaft haben wir ist ja schon durchgelobt worden. Die kritische Haltung zu dem ganzen Finanzkonstrukt ist aber offensichtlich geblieben. Ich habe mich damals geäußert, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist für mich jetzt kein Thema, überhaupt gar nicht. Da können wir uns ein andermal drüber unterhalten. Ja. Ich kann mich an die letzte Pressekonferenz erinnern, da war es sehr aufgeregt, so über Eigner und so. Also RB Leipzig und 60 verglichen. Ich glaube, das war nach dem Spiel. Das war nach dem Spiel unter dem unmittelbaren Eindruck eines Ausgleichs,
der das Spiel auf den Kopf gestellt hat, wo wir eigentlich das Spiel hätten gewinnen müssen. Und dann ist jemand eingewechselt worden, den wir uns damals nicht leisten konnten. Und kaum einer leisten konnte. Und der hat dann einfach das Ding reingeschossen. Und mir wurde dann die provozierende Frage von der Sky-Reporter gestellt, ja, wieso kann denn sowas passieren? Ja. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, eine Fundamentalkritik am Investorentum vom Stapel zu lassen, was dann direkt wieder euch die Arbeit erleichtert hat. Also da brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist jetzt auch kein Thema, das passt jetzt überhaupt gar nicht. Vor dem Spiel jedenfalls nicht. Gucken wir mal. Könnte aber ja eventuell auch so eine Motivation sein. Also jetzt muss man vielleicht die Spieler nicht erinnern, dass die Zuschauer ganz weit angereist sind, aber dass man so eine Truppe schlagen kann. So eine hochbezahlte. Könnte ich mir schon eher vorstellen, dass man sagt, denen zeigen wir es mal richtig hier. Scheiße, mich. Ich möchte uns alle daran erinnern, dass ein bisschen Demut und Bescheidenheit uns sehr gut tut und dass wir unsere Motivation nicht daraus ziehen sollten, irgendeinem anderen etwas zu zeigen, sondern wir müssen uns selber was zeigen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und das haben wir uns selbst eingebrockt in dieser Saison. Und ich könnte jetzt 10 andere Gründe aufführen, warum wir bis unter die Haarspitzen motiviert sein sollten. Auch wenn wir jetzt nicht gegen 68 München spielen würden.